Hallöchen miteinander und wir sind endlich hier bei Erben der Erde mit unseren Gefährten aus dem Gefängnis entkommen. Ja, jetzt müssen wir nur noch zurück auf den Weg finden. Hallo? So? Aber gehen wir dann halt wieder zurück? Nee, gut. Hierhin können wir jetzt gar nicht mehr. Ich würde gerne nochmal zum Jahrmarkt oder so und ein bisschen... Nee, komm, Eingang zum Drachenlabyrinth. Ich bin nicht blöd. Nee, dann bleibe ich lieber hier. Okay. Gut, ich hätte gerne noch beim Jahrmarkt ein bisschen gechillt, aber das soll wohl nicht so sein. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir... Ich denke, wir müssen über die Schlucht. Ich glaube, wir müssen über die Schlucht. Aber wie? Schauen wir mal, wo wir sind. Ja, genau. Mal einen Überblick verschaffen. Wir sind hier. Da oben, rechts oben, ist noch die Mine mit den Kristallen. Da können wir bestimmt noch irgendwas machen. Und wir müssen über die Schlucht, garantiert. Ich gehe erstmal da hoch zu der Kristallmine. Da können wir natürlich auch noch irgendwie was tun. Sonst wäre die nicht da. Ja, wir haben draußen den Feuerstein gefunden und das Seil. Aber hier, der Steinbruch, genau. Aber im Inneren sind noch diese Kristalle. Da müssen wir bestimmt noch irgendwas tun. Mit denen wahrscheinlich nicht, aber der ist so offensichtlich. Unheimlich grüne Kristalle. Dieser Kristall besteht aus mehreren kleinen Stücken. Ja, ach, mehrere kleine Stücke. Vielleicht können wir davon uns eins nehmen. Grüne Kristalle. Hier, Stück Felskristall. Aha. Haben wir den letztes Mal übersehen. Was für ein schöner Felskristall. Der muss etwas wert sein, wenn ich ihn nur abbrechen könnte. Ja, mal gucken, ob wir kräftig genug sind. Sonst muss hier Ock oder... Ja, ich glaube, Ock ist besser. Das Zwergenschwein bricht den Kristall schon ab. Puh, diese Dinger sitzen ganz schön fest. Funktioniert wohl nicht, oder? Können wir mit denen reden? Wer könnte diese Edelsteine hergestellt haben? Und warum hat er sie hier angebracht? Stammen sie vielleicht noch von den Menschen? Ist das hier ein Edelstein? Anbau von, ja, den Menschen? Das weiß keiner. Das ist die Sorte Ort, die ich mag. Ja, funkelschön, ne? Aber ohne Schlamm? Nee, auch nicht das Beste. Können wir uns tatsächlich nicht nehmen. Lass mich mal probieren. Ach, okay. Gut, dann machst du das mal, Herr Elch. Aber du bist bestimmt auch nicht kräftig genug. Zu groß. Wir müssen uns etwas anderes überlegen. Was hat denn der gemacht? Hat er eben gegen den Kristall geboxt? Ja, ja. Hat er eben hier einen auf Karate gemacht? Wenn wir jetzt den nochmal nehmen? Meine Herren, erlaubt mir, dass ich einen Vorschlag mache. Du, ja. Fuchs, bist ein guter Rätsellöser und hast einen gescheiten Verstand. Gute Eigenschaften, ganz sicher. Und du, Elch, bist ein guter Bogenschütze und stolzer Krieger. Dies sind ebenfalls beneidenswerte Talente, wenn es jedoch um brutale Stärke und pure Kraft geht. Da ist Ock der Beste. Sagt einfach nur Ock. Geil, ich mag den, ich mag den. Wie, es muss in jedem Spiel einen Ock geben. Warum haben wir nicht alle einen Ock? Dankeschön. Was für ein schöner Felskristall. Ich bin mir sicher, dass der jemandem etwas wert ist. Schick, schick. Schön, schön, schön. Gut. Haben wir immerhin hier den Kristall schon mal draußen? Jetzt versuche ich mal über die Schlucht zu kommen. Wo war die denn? Die war, glaube ich, in der Nähe von dem Baum. Aber wo war der Baum? Der ist nicht auf der Karte verzeichnet, glaube ich. Nope. Nur die Lichtung. Der Steinbruch. Das Häuschen da von der Katzenfrau. Von der Schwester. Von der einen da. Ihr wisst schon. Und dieses Katzendorf. Aber sonst... Ist hier nichts drauf verzeichnet. Mist. Was machen wir da? Hier kommen wir nicht lang. Ach, ich muss über die Brücke. Bin ich doof. Ja. Der Lichtung ist wahrscheinlich auch nichts mehr. Dr. Hobbelhäschen.
Ich hoffe, wir müssen nicht mehr auf die Lichtung. Mussten wir, glaube ich, auch nur auf die eine da hinten, um den Händler aufzusuchen. So. Immer dieses Hin und Her, kreuz und quer. Naja, egal. Ja, ich zitiere immer Hexe und der Zauberer. Ich liebe diesen Film. Von daher, nehmt mir das nicht übel. Geht's denn hier hoch zum Bäumchen? Ich glaube, da oben war das. Ihr wisst schon, das mit den Bienen. Sind die denn wieder eingeflogen? Und diese Eiche? Nein, nein, nein. Sind noch immer weg und die trockenen Zweige? Wie wär's? Nochmal mitnehmen? Können wir immer gut gebrauchen. Autsch! Ja, die glühen wahrscheinlich noch, dann halt nicht. Honig wollen wir ja auch nicht mehr nehmen, als wir müssen. Na? So. Genau, ich glaube, hier rüber müssen wir. Da oben war das. Genau, felsige Schlucht. Alles klar. Benutzen wir doch mal das Seil. Ich glaube nicht, dass das von dieser Seite etwas nützt. Und rüber kommen wir nicht, oder? Oh, doch, jump, jump, jump. Nun kommt! Worauf wartet ihr noch? Ich warte darauf, dass mir starke Beine und Hufe wachsen. Ja, der hat sich eben seltsam bewegt, so wie beim Ballett, ne? Jetzt können wir es vielleicht benutzen. Wir haben ja hier drüben nichts zum Festmachen gehabt. Das heißt, wenn der das da drüben an dem Felsen hier oder da unten, na hier oder da festmacht, klappt es schon. Ja, habe ich mir gedacht. Und wir machen es irgendwo außerhalb des Bildschirms fest. Gut, alles klar. Benutzen wir es und gehen rüber. Wozu ist so eine Kluft nur gut? Ich habe benutze Kluft. Ich wollte das Seil benutzen. Können wir das? Oder wir müssen einfach rüber wahrscheinlich. Auf geht's. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Nicht nach unten schauen. Ja, gut. Ging schon. Ock hat sich ein bisschen sperrig angestellt, aber wir sind immerhin drüben. Juhu! Was gibt's denn hier? Ja, wie es aussieht, nicht viel. Nur Docks. Der Karte nach müsste es hier eine Fähre geben, die uns übersetzt. Das muss dieses alte Boot sein. Aber ich sehe niemanden, der es steuern könnte. Umso besser. Dann fahren wir eben selbst damit. Ich versuchte es nicht, wenn ich ihr sei. Was hast du gesagt? Ich habe nichts gesagt. Wenn ihr jenen Kanal überqueren wollt, dann solltet ihr besser mich befragen. Höflich. Huch, da hat jemand geschlafen. Ja, das Boot sollten wir dann wohl doch nicht stehlen, aber es sieht toll aus. So wie so ein Wikinger-Schiff. Mit einem Wolfskopf vorne und es scheint bestimmt... Ja, ich wusste es. Alter, böser Wolf. Na, das Böse streicht ihr, aber alter Wolf. Das Boot ist schick. Da ist nichts Besonderes dran. Ich find's schön. Den können wir auch nicht mal anschauen, den Wolf. Nee, dann reden wir halt mal mit dem. Wir sind auf einer Suche von großer Wichtigkeit und wären sehr dankbar, wenn du uns über diesen Kanal übersetzen könntest. Eure Suche hältet nichts und eure Dankbarkeit gar wenig. Wenn ihr diesen Kanal queren wollt, dann müsstet ihr zahlen meinen Preis. Wie hoch ist dein Preis? Ich frage nicht nach viel. Gern nehme ich Juwelen. Gold wäre bestens. Habt ihr Gold bei euch? Wir sind sehr arme Reisende. Dann sei ich ein armer Fährmann und habe keinen Platz für euresgleichen auf diesem Boote. Du sprechen sehr seltsam. Erinnern an Yoda. Ein Yoda spricht noch merkwürdiger. Der hat ja ein ganz schlimmes Deutsch, oder... Ich weiß, ich habe die Synchro in Englisch. Doch, Englisch hat er, spricht er auch komisch. Aber ich habe sonst keine anderen Synchro von Yoda bisher gehört. Aber wahrscheinlich speakt er in allen Sprachen. Nicht das korrekte... nicht die korrekte Sprache. Und der alte Wolf hat ja auch so ein... Keine Ahnung, wie nennt man das? Altdeutsch? Keine, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Reimdeutsch, Mittelalterdeutsch, irgendwie sowas. Ja, wir haben aber hier, guck mal.
Den haben wir jetzt. Ihr braucht mehr, um mich zu beeindrucken. Beeindrucken, ja. Felskristall? Der sieht doch schön aus. Was für ein schöner Felskristall. Ich bin mir sicher, dass der jemandem etwas wert ist. Ja, hier dem. Aber der will das ja nicht. Ich kann einfach nicht herausfinden, wie man das benutzt. Ihr braucht mehr, zu beeindrucken. Was will der denn noch mehr? Hier. Daraus kann er sich ein schickes Amulett machen oder so. Gut, geht's erstmal wieder weg. Ich denke, das müssen wir beim Händler verkaufen. Ganz einfach. Der hat noch unseren Wolfsring. Vielleicht können wir das irgendwie eintauschen. Weil der Wolf und der Wolfsring, vielleicht mögen die das. Och, jetzt kommen... Ach, sieh mal eine an. Jetzt können wir hier einfach durchlaufen. Jetzt müsste ich aber mal wissen, wo wir... Schauen wir mal, wo wir sind. Ja, wo wir den Händler zurückgelassen haben. Ich glaube, oberhalb der Lichtung... vom Katzendorf. Oder? War der hier? Nee, ne? Oh, doch, da ist er. Kühlers Honigfuß, aber... Ich meine mich zu dran zu erinnern, dass der woanders war. Vielleicht springt er von Lichtung zu Lichtung. Gut, dass wir ihn auf Anhieb gefunden haben. Nee. Hier geben wir dem das mal. Vielleicht hat er dann was zum Tausch. So macht man kein Geschäft. Wenn du handeln möchtest, dann sag es mir. Achso, Entschuldigung, dann reden wir mal mit dem. Reden? Rede mit, nicht mit dem Wald, sondern mit der Maus hier. Hallo. Kailas Honigfuß ist mein Name. Der Handel ist mein Lebensunterhalt. Naja, wir wissen es schon. Ist klar. Ich würde gern sehen, was du anzubieten hast. Also gut, was brauchst du? Ich könnte ja mal so aus... Spaß. Irgendwas anderes kaufen. Mal gucken, ob es klappt. Wir probieren es einfach mal. Ich hätte gerne mal einen schönen Schal. Ich möchte den Schal kaufen. Eine kluge Wahl. Der kostet nur 20 Goldstücke. 20 Goldstücke? Die habe ich nicht. Okay, und wie sieht's aus mit Stoff? Ich möchte etwas Stoff kaufen. Eine kluge Wahl. Der kostet nur 12 Goldstücke. 12 Goldstücke? So viel habe ich nicht. Ja, wir haben überhaupt kein Gold. Das ist viel mehr, als ich dafür bezahlen würde. Die Schnur hat er ja schon gelabert. Das brauchen wir erst gar nicht. Dann hier. Gibst du noch den Wolfkopfring? Ich würde gern Nadel und Faden gegen den Ring zurücktauschen. Riff, mein Freund. Ich wäre ein schlechter Geschäftsmann, wenn ich darauf eingehen würde. Nein, ich fürchte, so einem Geschäft kann ich nicht zustimmen. Oh, wir können diskutieren, einschüchtern und wahrscheinlich müssen wir den Kristall dem anbieten. Aber ich will mal die anderen Möglichkeiten hier mal probieren. Das Leben ist auch eine Reihe von Auswahlen und wir können damit das Leben für die Leute um uns schwerer oder leichter machen. Bitte erspar mir deine Philosophie. Wenn du den Ring möchtest, dann gib mir die Goldstücke. Aber? Das war philosophisch, das stimmt schon. Hören wir uns das nochmal an. Das Leben ist auch eine Reihe von Auswahlen. Wir können damit das Leben für die Leute um uns schwerer oder leichter machen. Bitte erspar mir deine Philosophie. Ja, den Spruch merke ich mir. Gib mir die Goldstücke. Wird mein neuer WhatsApp-Status. Nein. Oder hier bei Facebook posten. Wie, ich muss mal aufs Klo kacken oder so. Lieber dann so ein Spruch. Ja, Ork kann den noch einschüchtern. Ork, könntest du mal sehen, was du machen kannst, um unseren Freund hier zu überzeugen? Ich glaube nicht, dass du begreifst, wie wichtig Riff die Sache ist. Und ich hasse es, Riff unglücklich zu sehen. Da musst du dir aber schon etwas Besseres einfallen lassen. Du kannst mich nicht einschüchtern. Mal sehen, wie frech du noch bist, wenn du den Stahl meines... Was ist los? Vermisst du vielleicht ein Schwert? Vielleicht möchtest du ein Schwert kaufen? Ich habe ein Sonderangebot. Okay, ich fürchte, er hat uns übervorteilt. Vergiss es. Aber... Ja, jetzt nervt die Maus ein bisschen. Die war mir vorher sympathisch, aber nun, nachdem die unseren Ock so ausgetrickst hat, nee. Ja, vielleicht kannst du unseren Freund überzeugen. Mein Freund, ich repräsentiere den Waldkönig im südlichen Teil des Landes. Die Suche, auf der wir sind, liegt ihm sehr am Herzen. Und ich bin sicher, dass er... Bitte erspar mir dein Flehen. Ich handle nicht mit Versprechen, ich handle mit Bargeld. Aber... Ja, Legolas, lass gut sein.
Gimli und Legolas. Irgendwie kriege ich das nicht aus dem Kopf raus. Und wir sind Aragorn? Nö, Frodo sind wir. Frodo Beutlin, der Fuchs. Sag mir, ist vielleicht dieser Kristall für dich von Wert? Nun, ja, in der Tat. Also, sind wir im Geschäft? Ja, das sind wir. Der Ring gehört euch, zusammen mit meinem Wunsch, dass er euch Glück bringen möge. Na, ich hab's gewusst. Und den Ring tauschen wir gleich wieder für eine Überfahrt aus. Ich sehe hier nichts, was ich brauche. Nicht? Vielleicht beim nächsten Mal. Nö, wir hauen erstmal ab. Auf Wiedersehen, Freund Kailas. Gute Reise, mein Freund. Dass der auch jeden Freund nennen muss, auf Nimmerwiedersehen. So, gut. Jetzt... Es war hier ganz in der Nähe, ne, die Schlucht. Genau, die war hier. Und jetzt haben wir wenigstens auch was, um rüber zu schiffen, hoffentlich. Oh, der schläft schon wieder. Der ist wohl sehr müde. Alt und müde. Diese Lumpen scheinen nicht zu reagieren. Diese Lumpen. Ey, der ist doch toll gekleidet. Ich geh mal aufs Boot. Vielleicht, nee. Hallo? Fährmann. Fährmann, bist du hier? Natürlich sei ich hier. Sei ich hier. Wo sonst sollte ich sein? Wolltet ihr übersetzen oder nur den Duft der lieblichen Seebrise erhaschen? Hätte sein können, dass der an Altersschwäche schon gestorben ist. Ja, wir geben ihm mal den Ring, ne? Dieser Ring reicht als Lohne. Ich nehme ihn und wir fahren ab. Ah, der ist gut. Er sei von gutem Gewichte. Und woher bekommtet ihr diesen? Woher? Erkennst du ihn wieder? Wahrlich. Und er verheißt nichts Gutes. Wir sind auf dem Wege. Lehne zurück. Es wird dauern. Vielleicht kann ich euch Antworten geben. Kein Preis. Na, aber schick. Diese Animation hier gerade finde ich wieder toll. Schön auf dem Wasser, auf dem Boot. Ich mag Boote. Und auch in Rollenspielen oder Adventures. Jedes Mal, wenn ich ein Boot sehe, geht mein Herz auf. Oder das Meer hier, die Inseln. Ah, herrlich. So könnte ich eine Weile bleiben, aber der guckt ziemlich böse. Wir sollten den nicht zu lange hinhalten. Obwohl, lass uns weiterfahren. Nee, ich red mal das alles durch. Was weißt du über diesen Ring? Ich weiß, dass er einem Wolfhauptmann gehöret. Und dass man mit diesem nicht spaßen solle. Nun, wo fandet ihr diesen? Sagen wir, ich fand ihn im Quartier des Anführers eines anderen Stammes. Dann gebet es dort eine Allianz. Eine Allianz? Was für eine Allianz? Das weiß ich nicht. Es mag alles sein, vom einfachen Handelsabkommen bis zum Militärbündnis. Das hängt ab von dem Stamme, mit dem die Wölfe sich binden. Und vom Stamme der Wölfe selbst. Angenommen, die Allianz bildete sich mit den Keilern. Dann passet gut auf, denn der Geruch von Krieg liegt in der Luft. Krieg? Mit wem? Mit jedem, der in ihren Weg gerät. Jedes Rudel, welches eine Allianz mit den Keilern bildet, sucht Streit. Das habe ich aber auch schon vorher gewusst. Ja, Krieg zieht übers Land. Aragorn, Legolas, Gimli oder Frodo, wer immer der Fuchs ist, wir brauchen eure Hilfe. Könnte auch Gandalf sein. Na, Gandalf ist jetzt nicht ein... Nee. Das ist Frodo. Erzähle uns von den Wölfen der Nordinsel. Dort säen mehrere Stämme. Die Bergwölfe bleiben meist unter sich. Sie mögen nicht gestört werden. Aber wenn ihr auf einen trefft, besteht die Chance, lebend zu entkommen. Oh, das klingt wirklich gut. Die Waldwölfe sind die freundlichsten. Nur ein Rudel großer Hunde, würde ich sagen. Die Schneewölfe leben weit im Norden. Sie sind wenige und leben als Nomaden. Klingt nicht nach jemandem, der etwas mit den Keilern zu tun haben wollte. Na, die, nach denen ihr schauen müsst, werden Jäger der Dunkle Kralle genannt. Wer sind sie? Sie schlitzen deine Kehle und füttern dich an die Geier. Nur zum Spaß. Delikat. Schön, wie aufmunternd.
Ihr Anführer heißet Gar. Er ist der Böseste der Bösen. Wenn es er ist, der sich mit den Keilern zusammentat, bedeutet das großen Ärger. Also, was war das? Schneewölfe, neutral oder Nomaden. Gebirgswölfe oder was das war am Anfang, böse. Und da sollte man schnell davon laufen. Waldwölfe sind gut, Liebe. Und mit denen können wir uns gerne verbünden. Und Wölfe der dunklen Kralle mit dem Anführer Garn, ja, die haben wohl die Keiler-Allianz. Gut, schauen wir mal, was auf uns zukommt. Aber erst nochmal nach den Nordinsel. Was kannst du uns über die Nordinsel erzählen? Nichts Gutes. Wenn ihr nicht dort geboren seid, dann wird sie sehr unfreundlich sein zu euch. Gibt es dort etwas, worauf wir achten sollten? Ja, alles. Wendet nichts euren Rücken zu. Es mag genau das sein, was euch tötet. Wo ist das Lager der Jäger der dunklen Kralle? Im Nordosten der Insel. Doch lasset euch nicht täuschen. Sie haben Posten und Spione überall. Was ist im nördlichen Teil der Insel? Ich weiß es nicht. Ich höre Geschichten über seltsame Gebäude, stammen vielleicht von einem toten Stamm, bin nie dort gewesen. Die meisten, die dort gehen hin, kehren nie wieder. Ach, wie schön. Ich freue mich schon, wenn wir jetzt auf der Nordinsel sind. Ach, toll. Und wenn wir nie wiederkommen, endet auch nie wieder dieses Let's Play. Schön. Nun, dann setzen wir unsere Reise am besten fort. Genau. Wenn wir an der Insel ankommen, wird es Zeit sein, ein Lager aufzuschlagen. Ja, wir starten besser früh morgens, wenn wir die Spur des Waschbären aufgreifen wollen. Waschbär? Ihr suchet einen Waschbären? Ja. Ja, was weißt du über ihn? Nichts. Ich weiß nichts. Nun lasset mich verschont. Mein guter Wolf, es hängt ein Leben. Ich habe bereits zu viel gesagt. Nun verschonet mich, oder ich muss euch alle von meinem Boote werfen. Ich schwöre es. Irgendwas hat er gewusst. Wie kann dieser Waschbär nur solche Furcht in einem Wolf hervorrufen? Das ist offenbar kein normaler Waschbär. Auf jeden Fall werden wir die Antwort auf jener Insel finden. Vielleicht. Vielleicht findet die Antwort auch uns. Das ist der Monster-Waschbär. Er fällt über alle her. Der Monster-Waschbär. Okay. Kleiner Scherz, das war's. Auch mit der Folge, würde ich sagen. Wir sind jetzt rübergeschifft, sind hier heil angekommen. Der Wolf, der wusste irgendwas auf der Fähre, wollte uns das aber nicht sagen. Okay. Hat wohl Angst von dem Monster-Waschbär. Und ich mache hier mal Schluss. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge Classic Adventure Let's Play von Erben der Erde dann wieder mit dabei seid. Tschüss!